Herzlich willkommen beim SV Deilinghof und Sündlich Fan TV. Heute eine Sonderausgabe beim Spieltag. Wir sind heute auswärts bei der SG Hemer, aber das Derby ist das große Derby um Platz 2 gegen 3. Deswegen sind wir heute ausnahmsweise mal hier. Schauen wir mal auf letzte Woche auf die SG Hemer 2 zurück, die bei uns gespielt hat. Dort haben wir glücklich in der 92. Minute mit 2:1 gewonnen. Ein abgefälschter Ball nach einem Freistoß ging rein. Das war ein Derby, das Ercan genauso erwartet hat. Kampfstarke Hemeraner, die bis zur letzten Minute gekämpft haben, unglücklich dann den Ball abfälschten. Die sind momentan Letzter mit 2 Punkten, also noch kein Sieg, aber 2 Unentschieden und den Rest Niederlagen. Aber es waren alles knappe Niederlagen und ich hatte mich gestern noch, am Freitag noch mit jemandem von Lendriesen unterhalten, wo auch Lendriesen nur knapp gewonnen hatte gegen diese Mannschaft. Also eine starke Mannschaft, die kampfstark ist, aber wo die Ergebnisse noch nicht passen. Aber das wird noch kommen. Kommen wir mal zu diesem Spiel heute. Ramazan Ceylan, der Trainer der SG Hemer, hat unter der Woche im Iserlohner Kreisanzeiger gesagt, er ist hier auch wieder Gutmachung für die zweite Mannschaft. Man möchte die 3 Punkte natürlich hier zu Hause behalten. Ercan hat auch ein Interview gegeben, hat dort gesagt, dass wir den Anspruch und die Qualität haben, die 3 Punkte mitzunehmen. Um Druck von der Mannschaft zu nehmen, hat er aber auch gesagt, die Meisterschaft wird garantiert heute noch nicht entschieden. Die SG Hemer ist seit 17 Spielen ohne Niederlage, in dieser Saison auch noch nicht verloren als einziges Team der Kreisliga A. Zu Hause haben wir nur 1 Spiel gewonnen und 2 Unentschieden und auch nur 6 Tore geschossen und schon 4 bekommen. Im Gegensatz zu uns haben wir alle Auswärtsspiele gewonnen, also eine volle Punktzahl, haben 19 Tore auswärts geschossen und 2 erst bekommen. Also unsere Mannschaft ist sicher auswärts stark. Wir wollen mal schauen, ob wir auch das hier heute umsetzen können. Ercan ist heute leider nur eine Halbzeit da, deswegen übernimmt Benny Bies als Co-Trainer oder als zweiter Trainer die Mannschaft. Der wird auch gleich bei uns im Interview sein. Es werden hier etliche Fans aus Deilinghofen erwartet, die gleich mit Bussen hier runterkommen. Haben schon mal sich getroffen oben am Enzlöwen-Sportplatz und werden gleich hier runterkommen und die Mannschaft lautstark anfeuern. Diesmal ist ein Schiedsrichter gespannt vom Kreis geschickt worden, wo letzte Woche so ein bisschen knabbelig war. Für einen Schiedsrichter ist das immer schwierig. Diesmal wird ein Gespann geschickt. Moritz Peterreit ist der Hauptschiedsrichter, Dennis Heinings und Nico Pucibilla sind die Assistenten. Und zur Vervollständigung der Tabellenführer BSV Lindringsen muss heute um 15 Uhr bei der Iserlohner CS ran. Wir schauen mal, wie das Ergebnis da ausgeht. Vielleicht kriegen wir das auch noch in diese Interviews rein nach dem Spiel. So, wir hatten dann also gleich Benny Bies hier kurz vor dem Spiel. Wir sind jetzt hier 2 Stunden vorher und wir erwarten freudig das Derby heute, das Stadtderby. Und wir sehen uns gleich bei den Interviews wieder. Vielen Dank.